Ja, herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Serie Feminismus im Mainstream. Heute geben wir uns Woman's Blaming vom Feinsten und ich hab irgendwie Bock, was kaputt zu hauen. Das muss wohl am Testosteron liegen. Oh, was haben wir denn da? Ein wilder Spiegel Online Artikel erscheint. Spiegel Online möchte kämpfen. Gehen wir es also an. Rubrik Kultur. Okay. Lebensratgeber. Wie kann ich als Mann Feminist sein? Dinge, die sie schon immer nicht wissen wollten. Reicht es, mit der Tochter ab und an Fußball zu spielen? Viele Männer fragen sich, wie sie feministisch handeln können. Hier kommen Tipps für ein gleichberechtigtes Leben und für ein gesünderes. Klingt zynisch. Hätte glatt von mir sein können. Eine Kolumne von Margarete Stokowski. Ja. Dies berühmt berüchtigt für ihre geschlechterpolitisch sehr interessanten Standpunkte. Wie erwartet ist der Artikel auch äußerst manipulativ geschrieben. Es lohnt sich also, der Sache mal auf den Zahn zu fühlen. Als in den vergangenen Monaten wieder mehr darüber gesprochen wurde, dass Abtreibung in Deutschland immer noch nicht legal ist, okay, schauen wir uns die aktuelle Regelung doch einmal an. Bis wann kann man abtreiben? Nach einer verpflichtenden Beratung ist ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen bzw. drei Monate einer Schwangerschaft straffrei, bleibt aber verboten, rechtswidrig. Die straffreie Abtreibung kann frühestens drei Tage nach der Beratung vorgenommen werden. Dazu ist ein Nachweis über die Beratung in einer staatlich anerkannten Beratungsstelle notwendig. Ja, das klingt für mich nach einem gut ausgehandelten demokratischen Kompromiss. Bei dem verschiedene Standpunkte berücksichtigt wurden. Haben mich mehrere Männer gefragt, ob ich glaube, dass ihre Meinung dazu relevant ist, ob sie darüber schreiben sollen oder lieber die Klappe halten. Kommt drauf an. Okay, also zuerst will ich diese Situation mal auf ein allgemeineres Niveau eskalieren. Da sind also Männer, die fragen eine Frau. Oder sagen wir noch allgemeiner, das sind also Personen, die fragen eine andere Person ob sie zu einem Thema eine Meinung haben dürfen. Es gibt unter Feministinnen zum Teil die Haltung, no uterus, no opinion. Das heißt, wer keine Gebärmutter hat, soll keine Meinung zur Abtreibung äußern. Ich sehe das nicht so. Wenn Sie mich fragen, haben alle Menschen das Recht und die Möglichkeit, sich für körperliche Selbstbestimmung einzusetzen sich mit bestehenden Kämpfen zu solidarisieren oder eigene zu beginnen. Und wenn ja, dann dürfen Sie ja sagen und nicken. Wie großzügig. Sollten Sie allerdings eine abweichende Meinung vertreten, ja, dann müssen Sie vermutlich geköpft werden. Mit Uterus oder ohne. Das Einzige, was nicht geht und niemand sich bieten lassen muss, ist, wenn Menschen, egal welchen Geschlechts, Schwangeren oder potenziell Schwangeren darüber Vorschriften machen wollen, wie sie mit ihrem Körper umzugehen haben. Moment! Liebe Margarete, es tut mir leid, deine Allmachtsfantasien zu unterbrechen, aber im Falle einer Schwangerschaft berühren deine Entscheidungen noch zwei weitere Parteien und zwar auf fundamentale Art und Weise. Und die haben beide ebenfalls Rechte. Da wäre zunächst mal der Erzeuger. Wenn du also sagst, mein Bauch gehört mir, dann meinst du damit schon mal, mein Bauch gehört mir, sein Sperma auch. Zugegeben, nach feministischer Logik ist er ja bereits als Mensch zweiter Klasse definiert. Also lassen wir ihn, wie sonst ja auch üblich, mal außen vor. Es gibt da allerdings noch eine weitere Partei, und bei der geht es um Leben und Tod. Du kommst, denke ich, selbst drauf. Das bedeutet nicht, dass ich deine Rechte als Frau oder Mutter nicht anerkenne. Aber es bedeutet eben auch nicht, dass du in dieser Situation eine Absolution bekommen kannst, die dir erlaubt zu tun, was auch immer dir beliebt, ohne irgendwelche Verantwortung übernehmen zu müssen, weil die Rechte von Frauen mehr wiegen als die aller anderen. Das Einzige, was nicht geht, ist die ignorante und anmaßende Einstellung von Feministinnen wie dir. Die Frage berührt ein größeres Thema, nämlich die Diskussion darüber, ob Männer überhaupt Feministen sein können. Theoretisch ist das keine besonders komplizierte Sache. Ja, und praktisch auch nicht. Jedem Mann steht es frei, sich selbst zu demütigen und zum minderwertigen Sündenbock zu erklären. Wenn Feminismus bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Freiheiten haben sollten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität, ihrem Körper, dann steht es allen Menschen frei, sich dafür einzusetzen. Ja, nur diese Definition hat keinerlei Bezug zur Realität. Feminismus definiert sich heute in erster Linie durch Gynozentrismus, Missandrie und der sich daraus ergebenden Doppelmoral, die am Ende beiden Geschlechtern schadet. Allerdings kann ich ihn auch gut verstehen, wie Frauen, denen der Feminismus schließlich zahlreiche Privilegien und Vorzüge verspricht, sich zum Feminismus bekennen. Bei Männern wird das schon eher schwierig. Nun ist Feminismus kein geschützter Begriff und es gibt erfahrungsgemäß nicht wenige Männer, die anfangen sich Feministen zu nennen sobald sie mit ihrer Tochter einmal Fußball gespielt haben. Und dann wieder gibt es viele, die sich gerne engagieren würden und keine Ahnung haben, wie sie das tun sollen. Ja, und auch ich stand dem wabbernden, gesellschaftspsychotischen Konstrukt, welches als Feminismus bezeichnet wird, lange hilflos gegenüber, bis ich in der Lage war, meine Gedanken zu ordnen, die Bösartigkeit der Ideologie zu durchschauen und mich schließlich zu Wehr zu setzen. Ich habe nicht mitgezählt. Aber ich glaube, neben Fragen nach Umgang mit Hate Speech war die Frage, was Männer für den Feminismus tun können, eine der meistgestellten auf meinen Lesungen in den letzten Jahren. Ha, das kann ich mir nur zu gut vorstellen, wie dieser Auflauf an Knechten und Beischlafbettlern da rumlungert, um in der Gunst der heiligen Vagina stehen zu dürfen. Vielleicht ist ja am Ende noch ein Platz als Fußabtreter für sie frei. Für all diese Männer und für all die anderen. Hier mein Servicetext zur Frage. Wie können Männer Feministen sein? Die Liste ist unvollständig und die Reihenfolge egal. Erledigen Sie so viele Punkte wie möglich. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Ja. Die Wahrheit ist doch eher, auf der sicheren Seite seid ihr als Mann erst dann, wenn ihr bedingungslosem Selbsthass kapituliert habt oder tot seid. Gehen wir es also an. Erstens. Erwarten Sie keine kostenlose Nachhilfe von Frauen in Sachen Feminismus. Informieren Sie sich selbst, das Internet ist voll und die Bibliotheken auch. Ja, das ist grundsätzlich schon richtig, allerdings erfordert es schon eine gewisse Informationskompetenz, um das auch richtig zu machen. Ich informiere mich auch nicht auf der Website der identitären Bewegung über Rechtsextremismus. Es ist wichtig, eine kritische Grundhaltung einzunehmen und zu hinterfragen, vor allem dann, wenn man sich mit einer Ideologie und der Feminismus ist definitiv eine Ideologie beschäftigt. Es kann auch helfen, sich mit realen Gegenpositionen auseinanderzusetzen, natürlich mit derselben kritischen Haltung. Glaubt mir also am besten nichts. Lesen Sie weiter, auch wenn Sie ungern belehrt werden. Vielleicht kommt am Ende dabei raus, dass Sie gar kein Feminist sein wollen. Eine Liste feminismuskritischer Literatur befindet sich in der Beschreibung. Zweitens. Lesen Sie Bücher von Frauen. Sehen Sie Filme von Frauen. Hören Sie Musik von Frauen. Ich bin kein Sexist. Deshalb ist mir das Geschlecht von Autoren, Regisseuren und Musikern grundsätzlich egal. Mir kommt es auf den Inhalt an. Allerdings kann ich durchaus Empfehlungen aussprechen, wie zum Beispiel Der falsche Feind von der Autorin Christine Bauer-Jelinek oder der englischsprachige Film The Red Pill von Casey J., um nur zwei Beispiele zu nennen. Drittens. Behaupten Sie nie wieder, Frauen hätten nichts Großes erfunden. Und informieren Sie sich stattdessen darüber, was Ihnen bisher entgangen ist. Es wäre absurd, so etwas zu behaupten. Schließlich bestätigen Ausnahmen ja die Regel. Viertens. Lesen Sie weiter, auch wenn Sie ungern belehrt werden. Vielleicht kommt am Ende raus, dass Sie längst Feminist sind. Good God in Heaven, there are just so very many ways for me to, say this to you. Never, not in a million years, absolutely not, no way, Jose, no chance, Lance, and yet, negatory, na, mm -mm, nah. uh-uh, and of course my own personal favorite of all time, man falling off of a cliff. No! Fünftens, fragen Sie sich, ob es eine Frau gibt, die Ihr Vorbild ist. Wenn Ihnen nur Ihre eigene Großmutter einfällt, fragen Sie sich, warum das so ist. Nein, es gibt keine Frau. Und ich weiß auch, warum das so ist. Es liegt daran, dass ich ein Mann bin. Als Mann identifiziere ich mich mit Männern. Männer brauchen männliche Vorbilder. Am besten welche, die mutig sind und kein Problem mit ihrer Männlichkeit haben. Zu meinen Vorbildern gehören deshalb zum Beispiel Maximilian Pütz oder Arne Hoffmann. Und nur um es vorwegzunehmen, bevor ihr jetzt googelt: Ja, Arne Hoffmann hat tatsächlich ein Buch darüber geschrieben, wie man sich als Mann optimal selbst befriedigt. Und nein, ich habe es nicht gelesen. Ich bin sehr von meinen Fähigkeiten überzeugt. Ich empfehle stattdessen sein Buch Männerbeben. Sechstens. Lassen Sie Frauen ausreden. Lassen Sie jeden ausreden. Außer Feministinnen. Denen falle ich ins Wort und fange hysterisch an zu schreien, weil ich ihren Bullshit nicht länger ertragen kann. Siebtens. Unterbrechen Sie Männer, die Frauen unterbrechen. Ah, ich soll also noch einen draufsetzen, um der armen, hilflosen Maid zur Rettung zu eilen. Na, lieber nicht. Das Gespräch wird sowieso nicht funktionieren. Vielleicht ist sie auch Feministin, in dem Fall stehe ich ihm bei. Achtens, glauben Sie Frauen, wenn sie von ihren Erfahrungen berichten, auch wenn es ihnen schwerfällt. Auf gar keinen Fall, auf keinen Fall. Ob ich jemanden tendenziell eher glaube oder nicht, hängt nicht von seinem Geschlecht ab, sondern von seinem Background. Wenn ich als zum Beispiel Grund zu der Annahme habe, jemand möchte sich aufgrund seiner Ideologie als Opfer inszenieren, dann bin ich weniger gewillt, ihm zu glauben. <laughs> Wenn mir also der Lokalmatador der AfD von seinen schlechten Erfahrungen mit den Scheiß Ausländern erzählt, dann bleibe ich da wohl eher skeptisch. Neulich gab es ein Video, das viral ging. Eine Frau trug in einem Club ein Smart Dress dass die Menge der Berührungen maß, die unerlaubt auf ihrem Körper landeten. Viele Männer reagierten geschockt auf die Vielzahl der Übergriffe. Sie hätten das auch einfacher haben können, mit Zuhören. Es gibt einen Grund, warum solche Videos viral gehen. Es steht ein Interesse dahinter, und zwar meistens ein finanzielles, in manchen eher seltenen Fällen auch ein rein propagandistisches, oft einfach beides. Die Produktion solcher Filme ist in aller Regel professionell organisiert und das Ergebnis der sozialen Experimente steht vorher fest, um eine gewisse Reaktion zu erzeugen. Man könnte also durchaus behaupten, dass es sich um professionelles Trolling handelt. Im beschriebenen Fall gibt es also zwei Möglichkeiten. Erstens, ich suche mir den richtigen Club für die Aktion oder zweitens, ich nehme irgendeinen Club und inszeniere die Nummer von Grund auf. In jedem Fall, glaubt mir einfach, YouTube-Videos sind keine gute Informationsquelle. Die werden nur von irgendwelchen Spinnern produziert. Neuntens, geben sie Frauen keine unerbetenen Ratschläge und vor allem keine, die sie bei Männern unangemessen fänden. Ja, das ist wieder so ein Allmachtsanspruch der Sorte Ich habe die heilige Vagina, wage es nicht mir zu nahe zu treten. Alle, Frauen und Männer, bekommen pausenlos unerbetene Ratschläge. Normaler Diskurs, normales Sozialverhalten. Case closed. Zehntens. Fangen Sie keine Sätze an mit Ich könnte dein oder ihr Vater sein. Und elftens. Beenden Sie auch keine Sätze so. Aber ich könnte deine Mutter sein ist okay oder was. Also hier geht es ja nicht um Überheblichkeit aufgrund des Geschlechts, sondern aufgrund des Alters. Zwölftens. Kommentieren oder berühren Sie die Körper oder Kleidung von Frauen nicht wenn sie auch nur den geringsten zweifel haben, ob das gerade unangemessen ist. unangemessen ist es in den meisten beruflichen situationen, in öffentlichen verkehrsmitteln und bei frauen, die nicht so aussehen, als wären sie an einem gespräch interessiert. kopfhörer sind ein guter hinweis dafür. wenn sie denken, dass sie dann ja gar nichts mehr nettes sagen können, denken sie noch mal nach. ja, und das berührt, wie es so schön gesagt wurde, ein größeres thema, weil Warum, worum geht es eigentlich? Um Macht? Um Deutungshoheit? Wer entscheidet eigentlich, was unangemessen ist und was nicht? Was ein, was ein Annäherungsversuch ist ein legitimer und was, äh, was ein, eine unlegitime Belästigung ist und unter welchen Umständen oder in welchen Situationen äh, ein Annäherungsversuch legitim ist und wel, in welchen nicht? Keiner weiß die Antwort und alle tun so, als ob es doch völlig selbstverständlich wäre. Als wüsste man das doch. Ja. Und dann wird dem feministischen Narrativ gefolgt nach dem Prinzip, ja, das entscheidet die Frau einfach im Nachhinein so, wie es ihr gerade gefällt so. So es gibt keine Regeln, das wird einfach nachher festgelegt und ähm, wenn, da, wenn das nicht irgendwie so eine Art äh, Allmachtsfantasie ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und äh, dann ist hier immer von Männern die Rede, die im, im Zweifelsfall äh, die Grenzen überschreiten. Also die Grenzen, die schon mal überhaupt nicht äh, äh, irgend kein, keine Normen haben. Also niemand weiß es, ja. Aber dann ist immer von, von Männern die Rede, die diese Grenzen überschreiten. Und ich kenne immer nur Männer, die sich überhaupt nichts trauen. Also die gar nicht in der Lage sind, überhaupt auf Frauen zuzugehen. Was ja eigentlich auch kein Wunder ist. Ja? Stichwort: Internalisierung. Wenn man schon kleinen Jungen beibringt, dass Mädchen einfach äh, fleißiger sind, sie sind hübscher, sie sind ordentlicher, ja? und wenn man ihnen dann später beibringt, äh, dass Frauen einfach die besseren Menschen sind, die sowieso alles grundsätzlich besser können, und wenn sie irgendwo schlechter abschneiden, dann ist das, weil sie diskriminiert werden. <laughs> und gleichzeitig, wenn Männer irgendwo schlechter abschneiden, dann ist das, weil sie schlechter sind, weil sie kacke sind. Ja? Und ähm und wenn man ihnen dann im nächsten Schritt noch beibringt, dass, dass ihre Sexualität irgendwie was Gefährliches ist, was Abstoßendes, ja, und, äh, dann, dann, ist das, äh, dann hat das keine guten Folgen. Und, und im Zweifelsfall sollen sie dann auf Annäherungsversuche ganz verzichten. Und im Zweifelsfall äh, ist das immer so. Also ganz grundsätzlich so. Weil ansonsten äh, wäre es kein Annäherungsversuch. Oder derjenige, der ihnen... Der ihn äh, unternimmt, ist ein Psychopath. Ja. Feminismus macht mehr kaputt, als du denkst. <laughs> 13. Sagen Sie Frauen mit kurzen Haaren oder Fingernägeln nicht, dass Sie lieber lange Haare oder Fingernägel mögen. Die ahnen das schon. Sagen Sie geschminkten Frauen nicht, dass Sie lieber ungeschminkte mögen. Steht einfach zu dem, was euch gefällt. Und geh grundsätzlich niemanden auf die Nerven, an dem dir etwas nicht gefällt. Wenn dir etwas an ihr gefällt, sage das. Wenn dir etwas nicht gefällt, sage es nicht. Einfach nicht destruktiv sein. 14. Lauf sie nachts nicht dicht hinter fremden Frauen her, auch wenn sie den gleichen Weg haben. Gehen sie langsamer oder auf der anderen Straßenseite. Wirklich. Auf keinen Fall. Wirklich nicht. Wenn sie paranoid ist, ist das nicht mein Problem. Sie bekommt keine Sonderbehandlung von mir. Ganz davon abgesehen fühle ich mich grundsätzlich relativ unwohl, wenn ich länger nahe hinter Leuten herlaufe. Normalerweise laufe ich dann schneller und an ihnen vorbei. Sicher werde ich nicht die Straßenseite wechseln. 15. Bezahlen Sie Frauen für ihre Arbeit mindestens so viel wie Männer. Und 16. Geben Sie Ihrer Tochter mindestens so viel Taschengeld wie Ihrem Sohn im selben Alter. Ach, der Paygap-Schwachsinn wieder. Frauen verdienen weniger, weil sie in schlechter bezahlten Bereichen arbeiten und andere Lebensentscheidungen treffen, nicht weil sie Frauen sind. Eventuell muss ich bei Zeiten auch mal ein Video über feministische Mythen machen. Aber was mich an den beiden Statements besonders stört, ist das Wort, welches zunächst scheinbar recht unschuldig daherkommt, aber etwas absolut Inakzeptables impliziert. Und das ist auch kein Zufall, sondern systematischer Teil der feministischen Agenda. Mich stört dieses mindestens, welches nicht zufällig dasteht. Also ist es okay, bei Frauen bei gleicher Leistung mehr zu geben? Ich bin momentan auf Jobsuche und da lese ich dann so Sachen wie: Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. An und für sich ist das ja gut, aber wenn Männer unterrepräsentiert sind, ja, Pech gehabt. 17. Helfen Sie Ihrer Partnerin nicht im Haushalt. Machen Sie einfach die Hälfte. Schwachsinn! Ich gehe Vollzeit arbeiten mit Überstunden, weil ich als Mann einfach keine andere Wahl habe. Und sie arbeitet halbtags und ich zahle die Miete komplett und mache dann genau die Hälfte vom Haushalt. Genau. Fifty-fifty ist so ein völliger Schwachsinn im privaten Bereich. Oh mein Gott, Männer haltet euch um jeden Preis von Feministinnen fern. 18 Denken Sie nicht, dass sie schon feminist sind, weil sie nett zu ihren weiblichen Familienangehörigen sind. Tja, da habe ich wohl noch mal Glück gehabt. 19. Fordern Sie Frauen, die nicht lächeln, niemals zum Lächeln auf. Das hat doch schon wieder absolut nichts mit dem Geschlecht zu tun. Jemanden zum Lächeln aufzufordern ist grundsätzlich anmaßend. 20. Oder wenn sie es bei Frauen nicht lassen können, fordern Sie auch mal Männer, die nicht lächeln, zum Lächeln auf. Und fühlen Sie mal, wie bescheuert das ist. Bullshit, als würde sich das anders anfühlen. 21. Wann immer Sie unsicher sind, ob Sie etwas Sexistisches sagen oder tun, machen Sie die einfachste Sexismusprobe, die es gibt. Vertauschen Sie im Kopf die Geschlechterrollen und schauen Sie, ob es merkwürdig wird. Wenn Sie gerade über eine Frau sagen wollten, dass sie wahrscheinlich so anstrengend ist, weil sie keine Kinder hat, fragen Sie sich, ob Sie über einen Mann auch so reden würden. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, diese Regel. Alles also mich deucht irgendwie, Margarete hält sich da nicht immer an ihre eigenen Regeln. Und was man auch auf jeden Fall unbedingt noch zu beachten muss, ist, dass man eben nicht einfach nur Mann durch Frau ersetzen kann, sondern ähm, ein entsprechendes Pendant suchen muss. Einfaches Beispiel: Das Pendant zum Slutshaming shaming bei Frauen wäre das Virgin-Shaming bei Männern. Um nur ein Beispiel zu nennen. 22. Wenn Sie ein Baby kriegen, nehmen Sie mehr als die zwei Monate Elternzeit. Wenn Sie nur die zwei Monate nehmen, fahren Sie nicht zwei Monate nach Thailand. Und schreiben Sie während der zwei Monate kein Buch oder Blog darüber, was für ein neuer Mensch Sie in dieser Zeit geworden sind. Kapier ich nicht. Ist das irgendein Insider? Gerne nehme ich noch mehr Elternzeit. Alle tun so, als ob das Arbeiten so geil wäre und man sich darum streiten muss, wer arbeiten darf. Wirkt auf mich irgendwie paradox. 23. Sagen Sie lieber nicht, dass Sie so richtig verstanden haben, wie viel Ungerechtigkeit es noch gibt, seit Sie eine Tochter haben. Also sagen Sie das ruhig. Aber seien Sie sich bewusst, dass Sie damit sagen, dass Sie sich nie richtig mit Ihrer Mutter, Frau, Schwester, Ihren Freundinnen und Bekannten beschäftigt haben. Alles klar, Margarete. Mach mal die Sexismusprobe. Eine typisch gynozentrische Ausführung. Es ist nämlich so: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen und Männer und zwar auch schon als Kind aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. Aber nur Frauen bzw. Mädchen werden dafür anerkannt. Und das ist falsch. Und du bist Teil des Problems. 24: Informieren Sie sich über Menstruation, PMS, Schwangerschaft. Postnatale Depression, Verhütung, Geschlechtskrankheiten, toxisches Schocksyndrom und Anzeichen von Herzinfarkten und Schlaganfällen bei Frauen. Aha, warum sollte ich das machen? Um ein braver Feminist zu sein? Nein, im Ernst. Man sollte sich über das informieren, was einen auch betrifft, oder nicht? Sollte sich eine asexuelle Person über Verhütung und Geschlechtskrankheiten informieren? Oder sollten sich Paare ohne Kinderwunsch über Schwangerschaft und postnatale Depressionen informieren? Blödsinnig. Das Neo Magazin Royal hat neulich zum Frauentag Videos gemacht, in denen die männlichen Mitarbeiter Menstruation und verschiedene Verhütungsmittel erklären sollten. Es war unterirdisch. 25. Falls sie etwas mehr Zeit haben, werden sie Entbindungshelfer. <laughs> Alles klar, Margarete, aber dann im Sinne von Platon. Und du gehst dafür für die Quote zur Müllabfuhr. Kombowin für die Gesellschaft. 26. Lachen Sie nicht mit, wenn Ihre Kolleginnen oder Freunde frauenfeindliche Witze machen. Merken Sie sich den Satz? Finde ich nicht lustig. Falls Sie es doch lustig finden, interessant, dass Sie bis hierher gelesen haben. Bleiben Sie dran. Ja, also ich bin Humorextremist. Ich lache also über alles, was Komik erzeugt. Frauenfeindlich, männerfeindlich, menschenfeindlich, völlig egal. Wichtig ist die Pointe, nicht die politische Korrektheit. Ja? Mario Barth ist nicht kacke, weil er ein Sexist ist, sondern er ist kacke, weil er schlecht ist. Ich unterstelle unserer geschätzten Autorin trotzdem, dass sie sofort in Gelächter ausbricht, wenn jemand einen männerfeindlichen Witz reißt. 27. Ungefähr jede dritte Frau in Deutschland wird am Arbeitsplatz belästigt schützt sie keine Täter, auch wenn die ansonsten sogenannte nette Kollegen sind. Die allermeisten Sexualstraftäter sind, wenn sie nicht gerade übergriffig sind, ganz normale nette Typen. Ja, sind alles vergewaltiger. In einer Gesellschaft, in der der Opferstatus Macht bedeutet, werden es wahrscheinlich auch immer mehr, da ja jede Gelegenheit genutzt werden muss, sich belästigt zu fühlen, ohne dass irgendjemand weiß, was das eigentlich heißen soll. Feministisches Credo ist jedenfalls... Eine Frau wird dann belästigt, wenn sie sich belästigt fühlt. Also nichts weiter als wieder eine Standard allmachtsfantasie 28. Wenn sie Belästigung oder andere Übergriffe beobachten, gehen sie dagegen vor. Tun sie das, ohne für die Betroffenen zusätzlich belasten zu werden. Nicht jede Geschichte braucht einen Helden. Also ich bin 30 Jahre alt, das glatte Gegenteil von einem Stubenhocker. Und äh, habe einen derartigen Übergriff noch nie beobachtet. Ich rechne auch nicht damit. Mehr fällt mir dazu nicht ein. 29. Erklären Sie Feministinnen nicht, dass es eigentlich Humanismus heißen müsste und nicht Feminismus. 30. Geben Sie zu, wenn Sie von etwas keine Ahnung haben. Das ist pures Gold. Diese Arroganz. 31. Nennen Sie erwachsene Frauen nicht Mädchen oder Mädels. Oder alternativ, nennen Sie erwachsene Männer auch Jungs. Aber lieber das erste. Äh, nein, lieber das zweite. 32. Sehen Sie Frauen nicht als Vertreterinnen einer Spezies. Wenn Ihnen eine Feministin nicht passt, sagen Sie nicht, Wegen Ihnen kann ich Feminismus nicht mehr ernst nehmen. Das ist nur peinlich. Oh, Feminismus ist eine ernstzunehmende Ideologie. So viel ist sicher. Man muss sich mit allen Mitteln dagegen wehren. Es ist ein Problem, dass Männer Feminismus nicht ernst nehmen. 33. Erwarten Sie keine eindeutigen, endgültigen Antworten auf Ihre Fragen. Denn Feminismus ist eine extrem vielfältige Bewegung und es gibt darin die unterschiedlichsten Positionen. Ah, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wie wär's damit? Die rechte Szene ist eine extrem vielfältige Bewegung und es gibt darin die unterschiedlichsten Positionen. 34. Nennen Sie nie wieder eine Frau hysterisch. Oder alternativ, nennen Sie Männer auch so. Informieren Sie sich über den Ursprung des Begriffs Hysterie. Hysterie. Unter Hysterie wird bzw. wurde in der Psychiatrie eine neurotische Störung verstanden die unter anderem mit oberflächlicher, labiler Affektivität und einem hohen Bedürfnis nach Geltung und Anerkennung einhergeht. Ja, klingt für mich eindeutig nach Feminismus. 35. Wenn Frauen etwas kritisieren, nennen sie sie nicht überempfindlich. Wenn sie Feministinnen anstrengend finden, fragen sie sich, warum genau. Ja, anstrengend trifft es nicht so ganz. Ich denke, das ist deutlich geworden. Egozentrisch ist noch eine harmlose Eigenschaft. 36. Daten sie auch Frauen, die mehr verdienen als sie? Was ist das für eine merkwürdige Projektion? Männer interessieren sich nicht die Bohne für den sozioökonomischen Status bei der Partnerwahl. Sie wählen Frauen nach Attraktivität beziehungsweise nach. Offerierter Fertilität aus. Frauen hingegen verhalten sich übergarm, das heißt, sie wählen ihren Partner nach Status aus. Das ist natürlich beides nur eine Tendenz, aber es gibt zahlreiche Studien aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, die dieses evolutionsbiologisch hervorgebrachte Verhalten bestätigen. Das hat zur Folge, dass tendenziell zwei Gruppen leer ausgehen: sehr reiche Frauen, weil sie nicht bereit sind, ärmere Männer zu akzeptieren, und sehr arme Männer, weil sie nicht von Frauen akzeptiert werden obwohl der sozioökonomische Status nicht nur vom Geld abhängt. Summa summarum. Der Mann, der eine Frau nicht datet, weil diese mehr verdient, muss erst noch gefunden werden. Margarete, auf was für einer Welt lebst du eigentlich? Ach so, stimmt, du bist ja Feministin. 37. Machen Sie nicht bei Konferenzen oder Podiumsdiskussionen mit, zu denen nur Männer eingeladen werden. Schlagen Sie Frauen vor, zitieren Sie Expertinnen. Nutzen Sie Ihre Privilegien, um gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Ach Margarete, glaubst du ernsthaft, dass Frauen nicht eingeladen werden aufgrund ihres Geschlechts? Wenn keine Frauen geladen sind, dann entweder, weil sie sich für die Branche nicht interessieren oder weil sie die entsprechenden Kompetenzen nicht aufweisen. Oder natürlich, weil sie Feministinnen sind. 38. Werden Sie nicht wütend, wenn Sie auf Ihre Privilegien angesprochen werden? Alle Privilegien, die ich je genossen habe, sind und waren Privilegien der ersten Welt, die mit meinem Geschlecht nichts zu tun haben. Wenn jemand in unserer Gesellschaft Sonderprivilegien genießt, dann sind es Frauen. 39. Erwarten Sie keinen Applaus, erwarten Sie Streit und Kritik. Wenn Sie glauben, dass Sie für Ihren Einsatz für Gleichberechtigung mehr Anerkennung verdienen als eine Frau, lassen Sie es lieber gleich. Ich glaube, ich hab Bock. 40. Bedanken Sie sich bei Feministinnen für ihre Arbeit. Männer, die an veralteten Geschlechterrollen festhalten, drohen mehr psychische Probleme, hat eine Studie 2016 gezeigt. Toxische Männlichkeit ist heilbar. Schützen Sie sich. Dankeschön. Bedanken Sie sich beim Antifeministen für seine Arbeit. Feministinnen, die veraltete Geschlechterrollen als Gegenposition begreifen, haben die Heimtücke ihrer eigenen Ideologie nicht verstanden und sind gefangen in ihrer Ignoranz. Feminismus. Also, toxische Weiblichkeit ist vermutlich unheilbar. Während sich sich trotzdem mit allen Mitteln. Dankeschön. Ja, das war mein erstes YouTube-Video. Und äh, es war natürlich schlecht weil es war das allererste Video, das ich produziert habe. Und ähm, ich habe noch nicht so die Ahnung, wie man das am besten gestaltet. Und ich werde versuchen, in Zukunft äh, meinen Content äh, zu verbessern, neue Videos zu machen, weil ich auch einfach Bock habe, Videos zu produzieren und äh, Content zu produzieren. Ich habe versucht, ähm, das Ganze zu skripten und äh, mir ist aufgefallen, dass äh, wenn ich das Ganze aufschreibe und dann noch einmal vortrage, dass das dann an manchen Stellen etwas äh, Authentizität verliert, ähm, die einfach durch spontan, äh, spontanes Sprechen zustande kommt und dann später einfach nicht mehr das, dasselbe Gefühl rüberbringt, sodass es zeitweilig merkwürdig wirken könnte. Ich werde versuchen daran zu arbeiten, ich werde äh, versuchen an den Übergängen zu arbeiten, ich werde schauen, was ich noch bei der Qualität ändern kann. Momentan kann ich mir nicht so das, das gute Equipment leisten und ich, und ich werde im Zweifel auch nicht allzu viel Geld investieren wollen. Aber ich werde versuchen auf jeden Fall auch in Zukunft äh, Content zu produzieren, der interessant sein könnte. Also vielleicht bis bald.